Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zum UEFA-Pokalschlager der ersten Runde zwischen dem österreichischen Rekordmeister Rapid und der wohl attraktivsten Clubmannschaft Europas, Inter Mailand. Leider gab es vor diesem Spiel schon bedauerliche Zwischenfälle. Es kam zu einer Schlägerei zwischen Polizei, italienischen Fans und österreichischen Fans. Italienische Funktionäre gaben an, dass österreichische Fußballzuschauer mit den Rufen Rache für Mailand, die in diesen Sektor eingedrungen sind und die Schlägerei ausgelöst haben. Eine Schlägerei, die 13 Verletzte gefordert hat, darunter 5 Polizisten. Die italienischen Fans hatten Stahlkugeln mit in das Stadion geschwind und niemand weiß, wie ihnen das trotz strengster Sicherheitsvorkehrungen gelungen ist. Und es kam zu ganz wilden Szenen vor diesem Match, ungefähr 20 Minuten vor dem Anpfiff. Rache für Mailand, das ist so zu interpretieren, dass wir uns alle noch erinnern an die schweren Ausschreitungen nach dem UEFA-Pokalspiel der Austria in der Saison 83-84 in Mailand, als die Austria mit einer 1:1 damals weiterkam. Hier haben wir die Aufstellung von Rapid mit Michael Konsel im Tor, mit Nummer 2 Hauptmann, mit Nummer 3 Beuger, mit Nummer 4 Petzl, mit Nummer 5 Schöttl, mit Nummer 6 Kinast, mit der Nummer 7 Keglewitz, mit der Nummer 8 Reisinger, mit der Nummer 9 Pfeifenberger, 10 hat Andi Herzog und Nummer 11 Jan-Auge Fjörtoft. Der Trainer ist Hans Kranke, der ein Spiel voller Aggressivität und mit sehr viel Herz versprochen hat. Rund 13.000 bis 14.000 Zuschauer im Gerhard-Hanabi-Stadion bei idealen äußeren Bedingungen sieht man von den Zuständen in der Südtribüne ab, die zu diesen wirklich bedauerlichen Vorfällen geführt haben. Diesen Mann kennen Sie, das ist Walter Zenger, Tormann von Inter Mailand. Mit der Nummer 2 Bergomi, mit der Nummer 3 Breme, mit der Nummer 4 Berti, mit der Nummer 5 Ferri, mit 6 Battistini, mit 7 Bianchi, mit 8 Mandolini, eine kleine Überraschung in der Aufstellung, 9 hat Jürgen Klinsmann, 10 Lothar Matthäus und 11 Aldo Serena. Der Trainer ist Trapattoni. Und hier kommen die beiden Mannschaften zu diesem Erstrundenspiel im UEFA-Pokal heraus und hoffen wir, dass auf dem Spielfeld das Vorspiel hier in den Schatten gedrängt wird, dass man während des Spiels diese Vorfälle vergessen kann. Der Schiedsrichter dieser Begegnung ist Joël Quinou aus Frankreich. Er wird unterstützt an den Linien von Jacques Poulin und Claude Tellet. Und Joël Quinou aus Frankreich pfeift in diesen Sekunden dieses Erstrundenspiel des UEFA-Pokals an. Joël Quinou, der ja bei der Weltmeisterschaft
unter anderem Italien, CSFL gepfiffen hat, Argentinien, Brasilien und Italien, England. Italien wurde ja Dritter dieser Weltmeisterschaft und fünf Spieler, nicht weniger als fünf Spieler von dieser Mannschaft sind heute hier im UEFA-Pokal beschäftigt. Dazu bei Inter Mailand noch drei deutsche Weltmeister, die Sie alle sehr gut kennen, nämlich Lothar Matthäus, dann Andreas Brehme, der das Siegestor geschossen hat im Finale aus einem Elfmeter.